Und zwar ist es Dienstag und ich bin dran mit dem Thema der Woche Lebensziele und Wünsche. Und ja, ein ganz großes Lebensziel hat sich gestern erfüllt. Ich hatte gestern meine Anhörung beim Kölner Amtsgericht und meine Vornamenswunschwahl Noah Patrick Sandro. Ja, wurde genehmigt und jetzt brauche ich nur noch 6 bis 8 Wochen warten und dann ist das Ganze rechtskräftig. Und dann habe ich endlich meinen neuen Vornamen und den Personenstand männlich. Das war das letzte Dreivierteljahr mindestens, also da habe ich es beantragt. Einfach ein ganz großes Ziel von mir, war eigentlich schon lebenslang, dass ich überall stehen haben wollte, was ich nämlich eigentlich schon weiß, nämlich dass ich ein Mann bin. Ja, das hat sich jetzt erfüllt und ich kann es noch nicht so ganz glauben. Das dauert, glaube ich, bis ich meinen Personalausweis dann auch wirklich in der Hand habe. Ja, weitere Lebenswünsche auf Trans bezogen sind auf jeden Fall die Mastektomie. Ja, weil ich schwimmen gehen möchte, ich möchte mich in der Umkleide umziehen, ohne Beine und Unterhemd anzuhaben. Oder, ja, was möchte ich denn noch? Also, ja, genau. Das ist, glaube ich, transbezogen. Prinzipiell zu den anderen Wünschen, die so in meinem Leben vorkommen, werde ich mir den nächstes Jahr erfüllen. Ich möchte sehr, sehr gerne den deutsch-deutschen Grenzweg laufen. Also, das ist quasi der Weg, an dem die Mauer quasi gebaut wurde oder stand. Steht ja jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Den möchte ich entlang wandern, weil das ein sehr schönes Naturschutzgebiet quasi ist, weil der Todesstreifen oder diese Zone rund um die Mauer, da durfte ja quasi niemand hin und deswegen ist das ein relativ unberührtes Fleckchen Natur und also nicht mehr, seit es darüber einen Wanderführer gibt, wahrscheinlich, aber ja, den möchte ich gerne nächstes Jahr mit meiner Freundin und unserem Hund und 2 Rucksäcken und einem Zelt gerne laufen. Ja, dann zu Sachen, die ich noch gerne laufen würde, gehört auch der Berliner Höhenweg. Der befindet sich in den Alpen. Den möchte ich wiederum gerne ohne meinen Hund laufen, weil die Stiegen zwischendurch so schmal sind, dass ich glaube ich Angst hätte, ich würde ohne ihn dann wieder zurückkehren. Ein Freund von mir ist den gelaufen, braucht so circa eine gute Woche dafür und wandert von Hütte zu Hütte. Und Hauptwanderzeit ist Juni oder Juli. Weil zu allen anderen Zeiten da oben noch so viel Schnee zwischenzeitlich liegt und so viel gefroren ist, dass der sich nicht gut wandern lässt. Der wahrscheinlich nicht nächstes Jahr. Irgendwann. Ja, genau, sportliche Ziele oder andere Ziele, wo ich laufe, ist, ich möchte gerne irgendwann den Tough Mudder laufen oder Fisherman's Friend Run, eins von beiden. Ist ein bisschen bescheuert. Vor allen Dingen, wenn man sich meine körperliche Konstitution jetzt anschaut. Aber ja, das würde ich gerne machen. Auch das ein Ziel eher für in 2 Jahren als, ich glaube, nächstes Frühjahr, Sommer, wenn das losgeht, bin ich dazu noch gar nicht in der Lage. Ja, damit einhergehend ist, würde ich mir gerne nächstes Jahr kurze Hosen in Innschweite 34 kaufen können. Seit Testostart versuche ich ja irgendwie mein Gewicht unter Kontrolle zu bekommen und habe mir den Wunsch, also ich habe bei 48 Inch angefangen an Hose, das ist unfassbar riesig, bin jetzt bei 40 oder 42 Inch, je nachdem, wo ich die Hose kaufen möchte. Und ja, genau, möchte weiter an meiner Figur arbeiten und möchte nächsten Sommer gerne einfach in irgendeinen coolen Laden gehen und mir dann eine Hose kaufen können. Das ist auf jeden Fall ein Lebensziel oder Wunsch. Auch, also ich meine, ja, für jemanden, der dünn ist, für den ist das total einfach. Und an sich ist es auch einfach, ne? Friss weniger und beweg deinen Arsch. Aber überhaupt diese Routine des weniger Fressens und Sportmachens reinzukriegen, ist tatsächlich für jemanden, der die ersten 24 Jahre seines Lebens dick war, nicht einfach. Und ja, ich kämpfe einfach weiter und irgendwann schaffe ich das. Weitere Wünsche von mir.
Sind, ich möchte gerne die ganze Welt sehen. Am liebsten mit so einem Bulli. Ich mir gerne, also genau, ich würde eigentlich gerne lernen, auch alte Autos zu reparieren. Weil das, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung ist. Und so im MacGyver-Style. Und dann hätte ich gerne irgendwann mal ich mir so einen Bulli kaufen und einfach losfahren. Das finde ich einfach ziemlich geil. Also ich möchte generell gerne auch einfach in ein Flugzeug steigen und New York sehen und San Francisco und Sydney und weiß ich nicht, Shanghai, Dubai, alles. Marrakesch, würde ich auch gerne sehen. Und generell Städtetouren, sowas auch, aber am liebsten einfach in den Bulli und losfahren. Und gucken, wo es einen hin verschlägt. Und nach einem Jahr oder so vielleicht wieder zurückkommen. Ich würde gerne irgendwann vegan leben. Ich habe bereits 1,5 Jahre vegetarisch gelebt, bin aber, womit wir wieder bei Disziplin sind, ein unfassbares Weichei, versuche jetzt wieder endlich vegetarisch zu leben, weil es, ja, weil es richtig ist. Und würde gerne irgendwann konsequent vegan leben, wenn ich es dann irgendwann dann mal hinkriege. Ja, nicht weil ich vielleicht eklig finde oder sowas, sondern einfach weil ich prinzipiell Tiere essen ziemlich eklig finde, weil es in meinen Augen falsch ist. Warum ich trotzdem manchmal in komische Verhaltensmuster zurückfalle, weiß ich selber nicht, weil es bescheuert ist wahrscheinlich. Ich möchte irgendwann gerne mal, also nicht für den Rest meines Lebens, aber für einen gewissen Zeitraum total gerne mal in Berlin leben. Ich bin da eher so der klassische Tourist, der halt ab und zu mal nach Berlin fährt. Würde da gerne aber mal für länger bleiben, für 2, 3 Jahre meines Lebens. Damit einhergehend ist einer meiner größten Wohnträume nicht das Haus mit Garten, sondern ich hätte tatsächlich gerne einfach so eine riesige Fabriketage als Loft. Das fände ich unfassbar geil. Einfach nur eine große Fabriketage in so einem abgeranzten Gebäude mit Dachterrasse. Das wäre sehr schön für mich. Genau, dann hätte ich vielleicht irgendwann gerne einen anderen Job als den ich jetzt habe. Also ich habe eine Ausbildung gemacht und arbeite jetzt mehr oder weniger auch in dem Beruf, den ich gelernt habe. Bin damit auch durchaus zufrieden, weil ich damit Geld verdiene und ich wunderbare Kollegen habe und ja, tolle Arbeitszeiten und so weiter, aber es ist nicht der Job, der mich mein Leben lang erfüllen wird. Er ist gut für die nächsten 5 Jahre, vielleicht auch für die nächsten 10 Jahre, aber es ist sicherlich nicht das, womit ich 60 werden möchte und denke ich, vielleicht ändert sich das noch, aber ja. Ich habe immer wieder Ideen, was ich gerne machen würde, aber bis jetzt habe ich einfach noch nicht so, noch keinen Job, wo ich sagen würde, der erfüllt mich komplett und das ist genau das, was ich bin und was ich machen möchte. Und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann das finde, was auch immer es dann sein mag. Ja, noch ganz profane Wünsche, die haben dann doch was mit Trans zu tun, beziehungsweise mit Testosteron ist. Ich würde gerne meine Haare behalten, weil ich liebe meine Haare. Und das wäre total toll. Das ist der absolute Horror, diese Glatzenbildung unter Testo. Ja, genau. Das ist auch ein Wunsch. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich ein sehr glücklicher Mensch und ich glaube auch, ohne dass ich mir alle meine Wünsche erfülle, lebe ich ein ziemlich erfülltes Leben. Aber die Erfüllung all meiner Wünsche, Ziele wäre so noch das i-Tüpfelchen quasi obendrauf. Und ja, ich arbeite dran, weil die meisten Wünsche, das ist ja nichts, was so einfach passiert. Das muss man sich dann schon selbst erfüllen.
Genau, so viel zu dieser Woche und dann bis nächste Woche. Ciao.